Hi! Habt ihr auch Füße und tragt ihr gerne Schuhe? Ich bin hier auf der Sneaker-Konferenz, wo ich lerne, wie man sich cooles Schuhwerk an die Füße bindet und sich dann auch cool damit verhält. Unser Coolness-Beauftragter aus Köln ist heute mit uns am Start. Begrüßt bitte mit einem tosenden Applaus zu Hause an den Bildschirm El Guni! Hallo! Auf hey. Der Sneakerness! Hast du Freude an der Sneakerness? Freust dich schon, El Guni? Wir sind jetzt in Köln, wir müssen nicht Schweizerdeutsch sprechen. Ja, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, sehr lange haben wir uns nicht gesehen. Es ist eine lange Zeit gewesen. Du hast immer noch die gleichen Sneakers an wie letztes Mal am Open Air Frauenfeld. Was willst du uns damit sagen? Hast du den Schuss nicht gehört oder hast du... Die sind auch noch dreckig. Aber ist das nicht in der Hip-Hop-Szene so, dass jeder eigentlich immer neue Sneakers anhaben muss? Ja, aber die sind am bequemsten, deswegen trage ich sie nochmal, ein zweites Mal. Extra für uns, ein zweites Mal. Komfort über Coolness, würdest du also sagen? Komfort ist doch Coolness, oder? Oh Leute, schreibt's in die Kommentare. Kontroverse Meinungen werden hier so früh schon gespittet. Bist du ein Sneakers-Head? Nee, eigentlich nicht so wirklich. Nee. Aber deswegen bin ich ja genau richtig hier. Ja, es ist ja eher so eine Educational Journey, die wir hier gehen. Und es ja, ist ja eine Messe. Also man kann einiges lernen, hoffe ich. Ich muss das Mikro ein bisschen leiser schalten. Es ist unfassbar laut hier drin. Wir müssen auch permanent reden, weil wir sonst GEMA zahlen müssen. Also, ja, bitte nicht melden dieses Video, falls ihr das macht. Was denkst du, was kosten die teuersten Sneakers, die es hier gibt? Boah. Weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es hier so ganz krasse Special Editions, die dann so einen vierstelligen Betrag, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, so aus der Leiche von Elvis Presley ein paar Yeezys, die zusammengeklebt wurden. Die wären aber was teurer. Ein Tattoo? Ich würde dich einladen. Nein. Hast du ein Tattoo? Nee. Du? Nee. Aber mit dir zusammen würde ich mir jetzt einen kleinen Sneaker aufs Gesicht tätowieren lassen. Du hast so einen kleinen Yeezy als Träne. Das klingt gut. Ich glaube, meine Karriere wäre sofort beendet. Ja? Wird man da rausgeschmissen? Ja, also ich würde einfach meine Fans total irritieren, wenn ich hier einen Yeezy auf dem Gesicht hätte. Oh, vielleicht finden wir ja Yeezys. Nee, ich glaube nicht. Ah, nee, sind nicht das Yeezys? Doch. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Das sind welche. Wow, okay, da können wir schon mal anfangen, nach teuren Schuhen zu suchen. 300. 800. Guck mal, es geht schnell nach oben. 800? Darf man die anfassen? Du hast es ja schon gemacht. Hallo. Hallo. Wir suchen den teuersten Schuh auf dieser Messe. Wo ist der? Was würde der teuerste Schuh hier kosten? El Guni möchte gerne den teuersten Schuh haben. Hast du genug Geld dabei? Hast du genug Cash dabei? Ich habe eine Bankkarte. Okay. Der teuerste Schuh. Wieso, was würde der denn kosten? Ich glaube so 12.000 vielleicht. Was? 12.000? Ja. Was? Kapverdische Escudo oder was ist die Währung? Nein, nein. Sind Sie aus der Schweiz? Ja. Nein, ich bin auch aus der Schweiz. Ja, ja, okay. Aus Zürich. Ja, aus Bern. Aus Bern? Ja. Okay. Aber Schweizer Erfindung. Nein. Ja. Wirklich? Ja. Ich kann schon denken, es ist so gestört, es muss eine Schweizer Erfindung sein. Ja, das ist eine Schweizer Erfindung, aus Bern. Kannst du auch Schweizerdeutsch mit den Leuten reden? Nein. Schade. Also, wo finden wir die teuersten Sneaker? Ich glaube, ihr müsst nach den Jordan 1er Cactus von Travis Scott. Der ist ca. 12.000. Die Schuhe von Travis Scott? Der braune Jordan 1er, der ist 12.000. Er ist ja der Travis Scott Nordrhein-Westfalens. Kennt ihr ihn? Nee, noch nicht. Was machst du? Was machst du genau? Machst du Musik oder? Ja? Okay. Er ist ein Rap-Artist.
bist du ein Rap-Artist? Okay. Artist. Artist. No wonder those shoes are so expensive. They can also be a hat. Exactly. That's what we do. Yeah, I have 42 and a half, but this is my Cinderella moment. No, it's 42 and a half. It is. It's like that scene in Harry Potter, you know, the right shoe will find you. So, Travis Scott has touched this very shoe? No, not this one, but of course. Oh, it fits perfectly. Yeah. But I don't want to wear it too long, or I will get used to this comfort of this luxury. Exactly, and you will have to pay me. Oh, it's too expensive. Oh, wow, guck mal. Das sieht aus wie so eine Tüte im Flugzeug. Guck mal, das sind Schuhe aus Lego. Gehen wir mal kurz dahin. Ja, ist das da die Kinderspielecke? Ja, die aber irgendwie komischerweise nicht mit dem Lego zu tun hat. Ja. Bist du ein Lego-Freak gewesen früher? Freak nicht. Aber du warst Team Lego. Ich war Team Lego. Und du? Warst du? Was gibt's in der Schweiz auch Lego? Kleine Goldbarren. Nee, ich war Team Playmobil. Guck mal, Team Playmobil. Wow, krass, oder? Hatte denn jemand schon mal diese Schuhe an aus Lego? Ich glaube nicht. Du lachst so, als wäre das total absurd, dass man diese Schuhe anzieht, aber es sind halt Schuhe. Ja, aber ich glaube, es ist bequem. Ich glaube, das fühlt sich an, als wenn man auf dem Lego drauftritt. Ja, das ist ja das schlimmste Gefühl auf der Welt. Ja, also ich glaube, so ungefähr wird es auch anfühlen, wenn man in den Dingern läuft. Man hat unten Lego und oben, also es fühlt sich an, als würde man auf ein Lego drauftreten und ein Lego auf einen drauftreten. Genau, und von der Seite noch drücken. Ja, man muss ihn wahrscheinlich auch erstmal aufbauen, damit man ihn anziehen kann. Genau. Ja. Dann auch wieder abbauen. Ja. Bist du denn privat ein Sneaker-Freak? Überhaupt nicht. Aber Lego-Freak? Auch nicht. Ah, okay. Bist du allgemein ein Freak irgendwo? Wo bist du ein Freak? Ich dusche sehr heiß. Ich dusche sehr kalt und Thomas auch. Wie duschst du? Was ist deine Temperatur? Auch gerade kalt. Ich habe es mir angewöhnt über den Sommer. Weil dann wird man nicht so schnell krank. Ja, dann bist du wirklich ein Freak, wie es aussieht. Du duschst nicht kalt. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ja. Vielen lieben Dank. Gerne. Und low five. Low five. Wow, ist das schön hier. Hey, das ist ja, als hätten die das für uns aufgebaut hier. So einen kleinen Sitzkreis. Es wirkt so ein bisschen wie so ein anonymer Alkoholiker-Treffpunkt. Ja. Es folgt eine Bastelsituation. Ob wir das überhaupt hinkriegen? Ja, ich weiß nicht. Du bist ja erfahren mit Lego, hast du gesagt. Druck. In der vierseitigen Infomail, die du mir geschickt hast über dich, stand unter anderem, dass du fließend Französisch sprichst und ein Lego-Experte des dritten Grades bist. Ja, das fühlt sich eher an wie die Lego-Messe hier jetzt. Dass der Tisch Löcher hat, ist natürlich noch eine extra Challenge. Nehmen das Tütchen als Tischdecke. Ja. Also das ist super lang, das ist wahrscheinlich die Sohle. Da steht ja auch 43,5. Ah nee, da steht gar nichts drauf. Stört dich das, wenn ich das nicht meinte? Ah, da sieht man direkt den Lego-Profi. Eher einfach, dass ich mit Wölfen aufgewachsen bin. Die sind einfach wunderschön bequem. Was sind denn das für Schuhe? Sind Adidas? Das sind Piep. Ah, okay. Es gibt auch andere Schuhe, Leute. Es gibt zum Beispiel auch Elefantenschuhe, Salomon, Georgs, der Schuh, der atmet. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Der Schuh, der atmet. Georgs, der Schuh, der atmet. Das ist so meine erste Konfrontation mit Hip-Hop gewesen. Du warst ja bei meinem Auftritt im E-Werk in Köln. Hat es dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Ich dachte erst, du hast mich gedisst. Weil auf der Bühne hat sie mit Autotune gesungen, dass Leute 20 Minuten zu spät kommen. Und das hat genau gepasst, leider, auf uns.
Wir waren 20 Minuten zu spät. Was mega schade war, war, dass du nicht mitbekommen hast, dass Zeit in der Einlassmusik läuft. Ja? Ja. Echt? Oh. Wir haben uns mega drauf gefreut, dass du dann da hockst. Da so, okay. Ja. Jeden Abend, wenn ich auftrete, läuft El Guni Zeit. Ja? Vorher. Echt? Wow. GEMA. Wurdest du eigentlich auf unser Frauenfeld-Video ein paar Mal angesprochen? Haben dich Leute davon erkannt? Ja, zum Beispiel die Mutter von meiner Freundin. Ach, krass. Die hat, die kannte mich daher dann von dem Video. Und wie fand sie dich dort? Sie hat nichts dazu gesagt, sie kannte mich nur daher. Okay. Sag mal 20 Euro aus dem Nichts. Jetzt auf dem Stegreif 20 Euro. Das ist gut, das ist gut, oder? Ja, okay. Ist auf jeden Fall das Höchstgebot momentan. Okay. Willst du den auch kaufen für 20 Nein. Euro? Dieser nein. Schuh, 20 Euro für dich jetzt sofort, ja oder nein? Nein. Dieser Schuh, 20 Euro, bist du dabei? Nein. Der ist aber ganz klein. Ich sehe, du hast viele, viele Schuhe. Du hast wahrscheinlich kaum mehr Platz. Dieser Schuh. Is it English? Yeah, of course. This shoe, 20 euros. I'll give it to you, US dollars. What is your currency that you prefer? 0.001. 0.001. That's what you're willing to pay for this? Yeah. That's rude. That's borderline offensive, sir. No, it isn't. Who's gonna wear that? Your child. No, where the foot gonna go? Well, maybe your child doesn't have a foot. Okay, that was rude. That was I'm sorry. Offensive. That was yeah, offensive. That's I'm sorry. Yeah, that's not okay. Ich meine, wenn keiner ihn kaufen will, können wir ihn genauso gut verlosen, versteigern. Verlosen, okay. Ja, dann verlosen wir ihn halt. Unter allen, die eine Partnerschaft abschließen innerhalb der nächsten 14 Tage. Die Infos zur Partnerschaft findet ihr im Internet. In der Videobeschreibung. Du musst nicht auch flüstern, du kannst normal sagen. Die Infos unten geht auf youtube.com/Hazel und Thomas. Habt ihr also um ehrlich zu sein, wenn ihr dieses Video seht, dann seid ihr schon da. Also ja, und dann unten ist so ein roter Knopf, da kann man abonnieren. Kostenlos. Abonnieren, kommentieren, liken und die Glocke aktivieren und Partner werden. Und dann habt ihr die Chance, diesen wunderschönen Schuh zu erstehen. Ja, erstehen. Und apropos erstehen, er gehen jetzt und ich auch. Das war's von uns. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Peace out. Tschüss. Ziehst du deine Schuhe oft aus vor laufender Kamera? Nee, habe ich noch nie gemacht. Ich habe das einmal gemacht, da waren wir mit Fabian Köster beim Alpaka-Yoga und dann hat man meine nackten Füße gesehen und danach, wirklich so wenige Stunden nachdem das Video hochgeladen war, gab es so in einem Fußfetisch-Forum Bilder von meinen Füßen. Echt? Ja. In einem Forum? Ja, und da stand dann so, hier ein besonders seltenes Exemplar. Aber hast du dich dann geschmeichelt gefühlt oder war es weird? Ja, es ist super weird. Aber es ist ein besonders seltenes Exemplar. Ja, aber ich habe noch seltenere Exemplare an meinem Körper, die möchte ich auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Thomas, kannst du die dann blurren, meine Füße? Willst du deine auch geblurrt haben? Ja, auf jeden Fall. Meine dann bitte auch blurren. Also ihr Perverslinge, ihr habt keine Chance hier. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute... Kriegt euer Forum.